Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Eventer-Talk. Ja, es ist schon ewig lang her. Ich weiß. Ich hatte aber auch echt mega viel zu tun. Also auf der Arbeit ist bei uns gerade momentan echt die Hölle los. Ja, so zur Sommerzeit. Da haben wir so ein kleines Zentrum-Sommerfest. Da müssen wir jetzt ziemlich viel vorbereiten und so. Und deswegen, ja, dann gibt es auch noch personelle Schwierigkeiten, wo ich dann immer mal aushelfen muss. Aber das gehört jetzt eigentlich gar nicht hierher. Mein Video geht heute darum eigentlich, Wiska Bass hat ein Video hochgeladen mit seiner Schwester. Worum es da genau geht, seht ihr auf jeden Fall gleich. Also, wenn ihr wissen wollt, dann dranbleiben. Ja, bevor ich jetzt zum Thema komme, möchte ich mal kurz was ansprechen. Ihr habt ja gesehen, ich habe auf meinem Kanal so ein bisschen was verändert. Ja, ich habe jetzt wieder ein Gaming- und Main-Channel draus gemacht. Also praktisch werdet ihr hier auch dann unter anderem außer dem Avenger Talk natürlich auch Let's Plays sehen. Und ich möchte jetzt ganz besonders darauf nochmal ansprechen. Habe ich ja meinen Let's Plays ja überhaupt gar nicht oft getan. Wegen Inside Gaming und so. Stellt Fragen. Stellt mir meine Fragen wegen dem Inside Gaming. Auf jeden Fall auf mein Inside Gaming. Ich möchte euch nämlich mit in meine Let's Plays mit einbeziehen praktisch. Bei The Walking Dead ist ja so, da gibt es verschiedene Entscheidungen, die man treffen muss oder wie man sich ausdrückt, wie man welche Fragen beantwortet und so weiter. Das wird sich ja alles auf dieses Spiel auswirken. Und wenn ihr dazu Fragen habt oder so, also ich würde euch jetzt eigentlich jetzt nochmal dazu auffordern, mich mal zu fragen. Na, auffordern klingt auch ein bisschen blöd eigentlich, ne? Aber auf jeden Fall, mich würde es mal mega interessieren, was ihr eigentlich davon haltet, wenn ich zum Beispiel eine Entscheidung treffe, warum hast du jetzt den sterben lassen und hast den gerettet oder irgendwie sowas. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, dann können wir da im Inside Gaming nochmal drüber das Ganze nochmal aufarbeiten, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber das ist ja noch nicht alles. Zum Beispiel werde ich bei Inside Gaming auch verschiedene neue Sachen präsentieren, die jetzt praktisch bei Overwatch rauskommen, verschiedene Patches oder neue Charaktere, irgendwie sowas. Also ihr könnt euch auf jeden Fall darüber freuen und ja, ich würde jetzt mal sagen, Schluss mit der Eigenwerbung und wir kommen jetzt zum eigentlichen Thema, Wiska Bass und seine Schwester. Ja, es gab schon viele Reaction-Videos, Tanzverbot unter anderem hat da schon ein Video dazu gemacht. Er findet es total ehrlos, was er gemacht hat, seine Schwester so für Klicks zu präsentieren. Gut, ich kann es jetzt auch nicht gutheißen, aber einerseits muss ich dazu sagen, man sieht schon im Verlauf des Videos eigentlich, dass es schon ziemlich gefaked ist, was da so. Also zum Beispiel, wo er dann im Auto sitzt und wartet, dass seine Schwester sich endlich fertig macht und man sieht schon, wie er sich aufregt. 5 Minuten hat sie gesagt, kommt sie. Schauen wir mal, ob sie das einhalten wird. Hey, wo bleibt die? Wo bleibt die denn? Das gibt's doch nicht. In einer halben Ewigkeit ist sie endlich da. Dann drüber oder beziehungsweise wie er verzweifelt, weil sie gesagt hat, 5 Minuten und dann braucht sie irgendwie eine Viertelstunde oder so. Und wie sie sich dann halt immer mehr schminkt, immer mehr umzieht und so weiter und so fort. Und man sieht auch, wie sie durch die Kamera rennt. Bei dem einen kann man ihr fast schon das Kleid schauen. Also ich denke mal, das ist alles so eine kleine abgemachte Sache zwischen den beiden. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass seine Schwester da von der Kamera nichts gewusst haben soll. Keine Ahnung. Wie auch immer. Ich denke mal, man sieht aber auch in dem Video ganz speziell, wie sie sich präsentiert vor der Kamera. Also immer dieses Rumgepose, dann sind sie in der Umkleidekabine, wo es dann endlich eigentlich zum Shoppen geht, wo sie dann halt immer ihren, wie soll ich das jetzt sagen, Arsch kannst du auch nicht sagen, auf jeden Fall ihren Hintern präsentiert, sage ich jetzt einfach mal, immer in die Kamera hält und denkt, ich weiß nicht, ob das bei Frauen normal ist, meine Frau macht das zum Beispiel jetzt nicht, würde ich jetzt mal, klar, sie guckt mal so außen rum, ob es passt oder nicht, aber so wie sie das schon macht, also ich denke mal, bei Wiska Bassas Community, ich glaube, das ist schon ziemlich hilfreich, sowas, wenn man da mal so ein bisschen was zeigt. Ich meine, gut, viele haben jetzt gesagt, zeigt sie in Unterwäsche. Ich habe davon jetzt gar nichts gesehen. Es waren zwar freizügige Sachen dabei oder das Kleid, wo man dann mal ganz kurz ein bisschen was gesehen hat, aber ich finde das jetzt gar nicht so schlimm eigentlich. Aber was mich halt jetzt da so ein bisschen, zum Beispiel einerseits das Präsentieren, wie sie sich präsentiert, wie sie postet vor der Kamera und dann halt noch am Schluss von Wiska Bassa, wo er dann sagt, nachdem wir das Kleid gekauft haben, sollen wir jetzt auch Unterwäsche anprobieren? Das wäre zu viel des Guten für dieses Video. Für dieses Video. Sollen wir das eines Tages mal machen? Schreibt es in die Kommentare, wir machen das wirklich. Ja, klar. Es ist doch Sommer, man kann doch mal ein Bikini anprobieren. Ja, vielleicht. Ja, das nächste Mal machen wir ein Unterwäschevideo. Und sie dann erst sagt, ja, klar, weißt du, so ironisch. Und dann, ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht.
Weißt du, dann kommt dann so ein vielleicht, das ist dann nochmal so ein, so, um die ganzen Leute zu catchen, die praktisch dieses Video anschauen. Also ich bin da so der Meinung, das hat schon ein bisschen mit Tricksen zu tun, was sie da macht. Also es hat jetzt nichts mit Ehrlos so oder was zu tun. Ich glaube, sie hat da schon mitgemacht. Aber was mich jetzt daran interessieren würde, sie ist, also das hat er im Video gesagt. Weil meine Schwester ist ja mit einem Lateinamerikaner verheiratet. Dass sie mit einem Lateinamerikaner verheiratet ist. Also wenn das meine Frau wäre und die sich so vor der Kamera präsentiert, Alter, da wäre der Ehekrach vorprogrammiert. Also ohne Scheiß. Also jetzt mal nur mal so, dass wir mal darüber gesprochen haben. Aber ich denke, das Video an sich, das war eine, ja, das war eine abgemachte Sache. Ich meine, sie hat sich auch dazu bereit erklärt. Sie kennt ja das Videomaterial. Also ich als, wenn ich jetzt, also wenn meine Schwester das jetzt machen würde, die ich ja nicht habe, und ne, ich würde dann schon wissen, was er da jetzt hochlädt oder nicht. Ne? Also ich denke mal schon, dass da schon ein bisschen Absprache ne, gefolgt hat und so. Auf jeden Fall, sie hat es auf jeden Fall mitgemacht. Das hat nichts mit Ehelust zu tun. Wenn, dann sind es beide, was sie jetzt nicht so denkt. Ich meine, sie können ja machen, was sie wollen. Auch sie haben das Recht, irgendwelche Videos hochzuladen. Zu sexy war es jetzt auch nicht, aber das ist halt so ein kleines Ding, um die kleinen Kinder, die kleinen Notgeilen, wie sie halt in der Pubertät so sind, nicht, muss man jetzt einfach mal dazu sagen, die ein bisschen zu ziehen, ein bisschen zu locken, dass sie auf diesem Kanal bleiben, immer weiter mitschauen und so weiter. Also, das ist so jetzt meine Meinung. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so ein Live-Reaction auch mal von mir sehen wollt, von solchen Videos oder ganz speziell zum Beispiel jetzt auch zu diesem Video. Ich habe mir das Video angeschaut. Bei manchen Sachen dachte ich mir so, boah, Alter, so ein kurzes... Also ich war da dann schon mal so ein bisschen. Also wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt es einfach mal rein oder zu anderen Videos. Vielleicht habt ihr auch Vorschläge. Hey, Alter, Digga, guck dir mal das Video an. Ich möchte mal sehen, wie du darauf reagierst. Einfach unten rein und dann werde ich sehen, was ich machen kann. Also das war jetzt, wie schon so oft gesagt, ich muss mir das echt abgewöhnen, ohne Scheiß. Auf jeden Fall meine Meinung dazu, was da jetzt so genau gelaufen ist, wie sie sich präsentiert hat. Das sind halt so die Sachen, die Punkte, die ich zusammengetragen habe, die ich jetzt euch praktisch vermitteln wollte. Und das war's eigentlich schon. Schreibt immer doch mal in die Kommentare oder stimmt hier oben ab, ob das Video wirklich ehrlos war oder ob das eigentlich gar nicht so dramatisch ist. Ich habe ja auch schon gesagt, das ist gar nicht so dramatisch eigentlich jetzt so. Manche könnten das ein bisschen, ja, man kann es auch übertreiben, sagen wir es jetzt mal so. Also Tanzverbot hat er klar übertrieben auf jeden Fall. Und auf jeden Fall eine Abstimmung. Ich werde da so ein paar Punkte zusammentragen für euch. Schreibt es einfach mal rein, wird mich mega interessieren und ja, bis gleich in der Endcard. Ja, das war jetzt eigentlich schon im Großen und Ganzen das Video dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bewertet ruhig das Video, es wird mir unwahrscheinlich viel bedeuten, wenn ihr einfach mal einen Daumen da lasst. Für die, die jetzt neu dazu gekommen sind, denken sich, boah, geil, der macht Gaming, aber das, was er jetzt macht, ist auch ganz cool, dann auf jeden Fall diesen Button hier drücken. Bei der Abstimmung mitmachen und jetzt seht ihr auch noch ein paar Videos. Irgendwo werde ich die da schon mit reinfügen, dass ihr dann auch was anklicken könnt. Schaut auf jeden Fall bei meinen Let's Plays vorbei, bei The Walking Dead Season 3 und Zelda Ocarina of Time. Das wird jetzt immer so ein bisschen im Wechsel kommen, manchmal auch ein bisschen Overwatch, je nachdem, wie ich halt gerade Bock und Zeit habe. Die Zeit spielt da echt eine große Rolle und ja, viel gibt es dazu nicht mehr zu sagen. See you next time, euer Evenger. Haut rein, bis dahin. Servus, alter Schwede.